Bitte schön, Günther. Endlich wieder zu Hause, warte. Ich könnte das ganze griechische Essen schon nicht mehr sehen, ja? Sagst du Flaki zu mir und ich schlage sofort zurück. Endlich wieder heimische Küche, wa? Guten Appetit, Günther, lass es dir schmecken. Guten Appetit, wa? Sieht gut aus, dein Essen, Hilde. Ist das Pute, Hilde? Günther, ist das Pute, Hilde, habe ich gefragt. Günther? Ich weiß, dass ich Günther heiße. Habe ich eben Pute im Mund gehabt und runtergeschluckt. Pute? Ja, also das ist Pute. Günther? Ja, also Pute oder Günther, du musst dir entscheiden. Günther, Pute? Ich kriege gleich einen afrikanischen. Ist das Pute? Pute, Günther, habe ich nicht übers Herz gebracht. Was hast du denn übers Herz gebracht? Du solltest doch keine Pute schlachten. Putenbrust jetzt abgepackt im Supermarkt. Also was ist das hier, was auf dem Teller liegt? Ich habe einen Versuch gestartet. Ein Versuch? Du machst Versuche am lebenden Ehemann? Auf einen heiligen Sonntag? Ohne meine Einwilligung runterzuholen hier? Was habe ich hier eben runtergeschluckt? Was ist das hier, was du unter der Banane versteckt hast? Ich warne dir, Hilde, wenn ich das nicht überlebe, kannst du was erleben. Was ist das, was du hier unter der Banane versteckt hast? Tofu. Was? Jenta, ich zittere am ganzen Körper. Ja, ich auch. Vor Angst. Und ich vor Wut. Was ist der Tofu? Ich kenne nur die griechische Insel. Ja, du meinst Korfu. Sag doch. Ja, dit heißt aber Tofu. Scheißegal, was ist das? Günther, das wird aus Sojamilch hergestellt. Seit 14 Jahren gibt's bei uns jedes Mal, wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen, Pute und jetzt gibt's plötzlich Korfu. Na, Tofu. Scheißegal. Was hier auf dem Teller liegt, esse ich jedenfalls nicht. Dein Versuch an mir ist beendet. Ich will jetzt essen. Hol eine Putenbrust aus der Küche. Günther. Das wird von meiner Hand in diesem Haushalt keine Putenbrust mehr aufgetischt werden. Das ist unmenschlich, wie Sie die armen Puten behandeln. Da kannst du mal sehen, was auf dich zukommt. Da kannst du mal sehen. So. Pass auf. Günther, ich habe das im Fernsehen gesehen. Die haben so schwere Brüste, das zu umkippen in ihre Käfige. Das sieht Dolly Buster auch so. Und? Da macht man keine Witze. Günther, weißt du denn überhaupt, dass sie die armen Tiere, bloß damit sie sich nicht gegenseitig verletzen mit ihren Schnäbel, mit einer Amboss-Schere die Schnäbel richtig kopieren? Ist ja eklig. Genau, Günther. Na, was erzählst du mit beim Essen? So unappetitlich. Du willst mir Pute verleihen? Nein, Günther, ich werde jetzt Schritt für Schritt die Ernährung umstellen. Gut, also jedenfalls, was hier auf dem Teller liegt, esse ich jedenfalls nicht. Und wenn ich mal da fragen darf, Frau Backe, was willst du mir nächsten Sonntag auf den Teller schieben? Du, das kann ich dir sagen, ganz wunderbares Rezept. Käse-Dinkel-Bällchen an Naturreis mit Avocado-Kürbissoße. Ich glaube, du hast ein Ding an der Hypophyse, oder? Günther, du wärst doch auch deine Schuldgefühle gegenüber den Puten los. Dicke Schuldgefühle gegenüber Puten? Bloß weil ich die mal für alle 14 Tage ein bisschen an die Brust will, also. Du, ich habe mir so ja schon mal überlegt, ob ich nicht einfach mal Puten befreie. Irmjard würde mitmachen. Was, du willst jetzt alle Puten befreien? Na, nicht alle. Irmjard würde eine nehmen und eine Icke. Ja, und die sitzen hier also bei uns am Tisch so. Oder was? Nein, nein, die würden wir in Japan unterbringen. Und dann würden wir ihr so ganz langsam durch normales Futter und Füllebewegung würden wir ihr Mastgewicht senken, dass sie wieder schön schlank ist, nicht mehr umkippt und sich richtig artgerecht bewegen kann. Hast du dir mal überlegt, ob das Konzept auch auf dich anwendbar ist? Bitte, Sie wünschen? Ja, also ich nehme einmal hier die Vorspeise Nummer 5. Fukule.
Extrasaft oder Mittelsaft oder Normalsaft? Extrasaft, was? Also extra scharf, ja, ja. Und du, Trude? Haifischflossensuppe, wie man sie in Ostborneo isst. Extrasaft, Mittelsaft oder Normalsaft? Was hat sie gesagt, Karl-Heinz? Jens Kind, Extrasaft, Mittelsaft oder Normalsaft? Ja, Gott, Mama, du wolltest doch ausländisch essen gehen. Also, was ist jetzt? Hat sich die Dame entschieden? Extrasaft, Mittelsaft oder Normalsaft? Normalsaft. Sie versteht die Sprache nicht, ja? Und Sie trinken? Ja, bringen Sie uns mal zur Feier des Tages eine Flasche Sekt. Karl-Heinz, Sekt? Ja, verdient hast du es nicht. Ja? Und das Menü, was wünschen Sie? Ja, das entscheiden wir dann nach der Vorspeise, ja? Bitte. Danke. Die asiatische Küche soll ja sehr, sehr scharf sein, Karl-Heinz. Soll, du sagst es, ja. Es wird viel erzählt, nicht? Der Deutsche ist ja auch extrem scharf, nicht? Ich habe in jungen Jahren mal einen gehäuften Esslöffel Löwensenf zu mir genommen. Extra scharf, ohne nachzudrängen. Du musst dir mal vorstellen, ja? Andere wären daran erstickt, aber ich habe dich sogar noch geheiratet. darf ich Sie mal fragen, kennen Sie Löwensenf? Was ist Löwensenf? Habe ich es dir nicht gesagt? Löwensenf, extra scharf. Haben wir auch in Deutschland. Typisch, nicht? Löwensenf kennen Sie nicht, aber uns was erzählen wollen über Schaf. Ja, ich kann ja morgen mal, nee, morgen jetzt nicht, aber nächste Woche kann ich mal vorbeikommen und Ihnen ein ganzes Glas Löwensenf vorbeibringen. Extra Schaf. Ja, ja, extra Schaf. Ja, genau. Extra Schaf. Die versteht genau, was du sagst, Karl-Heinz. Man muss eben bloß ein bisschen auf die Leute eingehen, nicht? Prost. Ja. Danke. Dankeschön, ja. Das sieht ja gut aus. Ja, sieht wirklich nett aus. Lecker. Also übertreibt man nicht so, ja? Ja, ja, ja. Und? Vorzüglich. Scharf? Lächerlich. Mit Löwensenf gar nichts zu vergleichen. Ist was? Trude. Ich sehe nichts mehr. Karl-Heinz, deine Brille ist beschlagen. Verfluchtes Ding. Karl-Heinz, jetzt ist die Brille in meiner Suppe. Ich hab jetzt andere Probleme, Trude. Kann man noch mal Schabes drin in den Messen. Deine Brille ist jetzt in meiner Haifischsuppe, Karl-Heinz. Sie raus. Und hast Angst vor dem Hai. Schmeckt es Ihnen oder ist es zu scharf? Scharf ist es. Aber nicht zu scharf. Wir müssen probieren die Soße. Schön scharf, uns wird viel gegessen. Ja, ja. Probieren Sie. Ja. Nun sag doch der Kellnerin, dass es dir zu scharf ist, wenn es dir zu scharf ist. Verdammt, das heiße. Geht doch mal anständig mit mir. Zu scharf, zu scharf. Ist es zu scharf? Nein, es ist nicht zu scharf! Kann ich was für dich tun, Karl-Heinz? Krawatte! Wie bitte? Oh, ja, 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 gleich, gleich, Karl-Heinz, gleich. Warte, warte, ja, Hemd, Hemd, Decke. Gleich, Karl-Heinz, gleich. Decke! Alles? Ja, alles! Was ist jetzt besser, Karl-Heinz? Du sag doch was! Hilfe! Hilfe! Mein Mann brennt auf den Mund!
müssen. Nein. Es hat nur abgelenkt. Könnte einer der beiden Herren mich vielleicht K.O. schlagen? Also, jetzt ist es nicht mehr zu sah.